Unser Abendthema lautet also die Vorschattung des Antichristen im Alten Testament und sein Kampf mit Israel. Ich möchte dazu zuvor einige wenige Verse lesen, zuvor aus dem Buche Daniel, in Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7, Vers 13. Ich sah in diesem Gesichte des Nachts und siehe, es kam einer in des Himmels Wolken wie eines Menschen Sohn bis zu dem Ehrwürdigen und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Gewalt und Ehre und Reich, dass ihm alle Völker, Leute und Zungen dienen sollten. Seine Gewalt ist ewig, die nicht vergeht, und sein Königreich hat kein Ende. Dazu lese ich noch aus Daniel Kapitel 12. Daniel Kapitel 12, Abvers 1, zu derselben Zeit wird der große Fürst Michael, der für die Kinder deines Volkes steht, sich aufmachen, denn es wird eine solche trübselige Zeit sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem Leute gewesen sind, bis auf diese Zeit. Zur selben Zeit wird dein Volk errettet werden und alle, die im Buche geschrieben stehen. Soweit die Schriftlesung. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir uns dem großen Thema des Antichristen zuwenden, müssen wir in der Folge, wie wir es auch gestern Abend hier besprochen haben, über das Thema Gemeinde Jesu und Hure Babylon, einige wichtige Vorbemerkungen machen. Als erstes haben wir den Namen des Antichristen nur viermal in der ganzen Heiligen Schrift. Das griechische Wort Antichristos, woraus sich unser deutsches Wort Antichrist bildet, finden wir nur im ersten und im zweiten Johannesbrief. Wie gesagt, nur viermal. Sonst haben wir für den Antichristen andere Namen. Denken Sie an den zweiten Thessalonicher Brief. Dort lesen wir, es ist der Mensch der Sünde, es ist der Sohn des Verderbens, es ist der Gesetzlose. In Offenbarung 13, das vernahmen wir bereits gestern Abend, wird er als das Untier bezeichnet. In Daniel 7 hören wir von ihm, dass er das kleine Horn ist. Und so hat der Antichrist verschiedene Bezeichnungen. Der Name Antichristos wird von Dr. Martin Luther im 1. und 2. Johannesbrief mit Wiederchrist übersetzt, weil Dr. Martin Luther etwas mehr nach der lateinischen Bedeutung geht. Im Lateinischen heißt das Anti, mehr dagegen, da wieder sein, und im Griechischen heißt es mehr anstatt oder anstelle von. Da aber das Neue Testament in Griechisch geschrieben ist, müssen wir mehr der griechischen Version folgen. Und wo Dr. Martin Luther mit Wiederchrist übersetzt, steht im Griechischen Antichristos, das heißt der Anstattchristus. Natürlich ist der Anstattchristus auch gegen den wahren Christus. Das ist einleuchtend, aber die Wortbedeutung heißt mehr anstelle von. Wir haben es in 1. Johannes 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Hier übersetzt Luther wieder Christ. So sind nun viele Antichristen geworden, daher erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Wir haben das dann weiter in Vers 22. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus sei, das ist der Antichristos, der den Vater und den Sohn leugnet. Kapitel 4, Vers 3. Und ein jeglicher Geist, der da nicht bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott, und das ist der Geist des Antichristos. Luther übersetzt wieder Christ. Dann im zweiten Johannesbrief, in Vers 7, denn viele Verführer sind in die Welt gekommen, die nicht bekennen Jesum Christum, dass er in das Fleisch gekommen ist, das ist der Verführer und der Antichristos. Der zweite Johannesbrief hat ja nur ein Kapitel, deswegen habe ich Vers 7 gesagt. Das sind die vier Bezeichnungen, die wir über den Antichristen haben. Damit spricht Johannes in erster Linie von seiner Person. Der Antichrist ist eine Person, ist eine satanische Persönlichkeit, ist die Inkarnation, die Fleischwerdung des Satans in einem Menschen, eine Nachahmung der Menschwerdung Jesu Christi im gegenüberliegenden satanischen Sinne.
Der Antichrist ist der letzte Weltführer. Er wird ein gewaltiger Weltführer sein, wo Nero und Alexander und Napoleon und Hitler, volkstümlich gesprochen, Waisenknaben dagegen waren. Wir persönlich glauben, dass Hitler der letzte Vorläufer des Antichristen war, weil bei dem Tode Hitlers das Reich Israel noch nicht bestand. Das wurde 3 Jahre später, im Jahre 1948, gegründet. Und wir persönlich glauben, und deswegen habe ich das auf den Halsstern ja auch eingezeichnet, dass nach der Staatsgründung Israels im Jahre 1948 kein Vorläufer des Antichristen mehr kommen wird, sondern der Antichrist selbst. Die dunklen Schatten des Antichristen und seines Reiches und seiner Geistesmacht oder seiner Geistesmächte spüren wir Jahr um Jahr mehr. Ich werde gleich noch, wenn ich über den Kampf Israels mit dem Antichristen sprechen werde, darauf zu sprechen kommen. Der Antichrist ist also der letzte große Weltführer, der, bevor der Jesus Christus wiederkommt, auftreten wird. Bevor der wahre Messias kommt, kommt der falsche Messias. Und Christus wird ihn nach 2. Thessalonicher 2 umbringen mit dem Hauch seines Mundes. Wir haben in der Heiligen Schrift diese Unterscheidung, die Person des Antichristen, das Reich des Antichristen. Das ist zweierlei. Wir werden gleich noch mehr davon hören. Sie nehmen ja vormittags das Buch Daniel durch, dann werden Sie immer wieder in Bezug vom Alten zum Neuen Testament finden und auch diese Unterscheidung wird Ihnen bekannt sein. Person und Reich des Antichristen sind zwei Perspektiven der Endzeitverführung, bevor der Heiland kommt. Wir haben 7 klassische Stellen über den Antichristen in der Bibel. In Daniel 2, das wird uns heute Abend noch beschäftigen. In Daniel 7, in Daniel 9. Das sind klassische Stellen. Obwohl ja eigentlich das ganze Buch Daniel mit seinen 12 Kapiteln eine gewaltige Botschaft über den Verlauf der Völkergeschichte hat. Und da die Völkergeschichte ohne Gott über diese Erde geht und verläuft, steht an der Spitze oder am Ende der Völker der Antichrist. Dann in Matthäus 24, dann in 2. Thessalonicher 2, dann im 1. und 2. Johannesbrief und in Offenbarung 13 bis 19 im weitesten Sinne. Wir hören ja schon in Offenbarung 11 davon. Aber ich sage Offenbarung 13 bis 19. Das sind nun die 7 klassischen Stellen über den Antichristen. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9. Matthäus 24, 2. Thessalonicher 2, 1. und 2. Johannesbrief, Offenbarung 13 bis 19. Wenn wir uns nun diesem Thema zuwenden, werden wir gewiss als Gläubige fragen dürfen, in welch einer Reihenfolge könnte man von der Gesamtschau der Bibel, des prophetischen Wortes her nun sagen, was als nächstes auf die Gemeinde Jesu und auf das Volk Israel und somit auf die Völker der Welt zukommt. Wenn ich das so sage in der Reihenfolge, weiß ich, dass einige sofort sagen, das ist Heilsplan, Strategie, darüber dürfen wir nicht sprechen, das ist Spekulation, die Zeugen Jehovas haben sich auch schon x-mal verrechnet. Das wissen wir. Und trotzdem meinen wir, wenn wir auch diesen Heilsplan an der Wand hier anschauen, dass wir in der Heiligen Schrift in der Fernperspektive eine weite Sicht haben, was als nächstes auf uns zukommen wird. Für uns als Gemeinde soll das Nächste sein, ob es das Nächste sein wird, weiß ich nicht, soll das Nächste sein, dass wir auf den Herrn warten, er kann heute kommen. Wenn wir den Verlauf der Weltgeschichte mit Israels beschauen, ich klammere die Gemeinde jetzt bewusst aus, weil wir nicht auf den Antichristen und auf den Weltuntergang und auf den Dritten Weltkrieg warten, sondern auf das Kommen Jesu, darauf warten wir. Da sind wir uns einig. Als nächstes größere Weltereignis, was auf Israel zukommt und was wir heute durch den Krieg zwischen Irak und Iran, zwischen dem alten Babylon und dem alten Persien heute sehen, wo die Ölfelder bald brennen werden, dass Gog von Magog in Israel einfallen wird. Dass ein Weltenbrand unten im sogenannten Orient, im Nahen Osten entsteht. Damit verbunden wird wahrscheinlich der Tempelplatz in israelischer Hand fallen, die Moscheen und Kirchen werden zerstört werden und der dritte Tempel wird gebaut. In diesem Tempel kann sich der Antichrist setzen. Und Israel wird dem Antichristen verfallen.
weil es immer noch auf einen Messias und auf einen Christus im Fleisch wartet, wird Israel diesem falschen Messias verfallen, der sich dann in den Tempel in Jerusalem setzen wird. Über Israel kommt nun die sogenannte große Trübsal. Und die sogenannte große Trübsal bringt Israel zu der Erkenntnis, dass sie den Falschen gewählt haben. Sie schreien nach dem Richtigen und der richtige Weltheiland Jesus Christus kommt. Er kommt zur Erlösung Israels. Er kommt zum Völkergericht nach Joel 4 und Matthäus 25. Er kommt zur Aufrichtung seines messianischen Reiches. Dann kommt das jüngste Gericht und ein neuer Himmel und eine neue Erde. So habe ich das auch in unseren Heilsplan eingezeichnet. Sie sehen, Israel zieht vom Abstellgleis zurück auf das Hauptgleis der Völker und der Weltgeschichte. Sie sehen hier Gog von Magog, das wird als nächstes auf uns zukommen. Die große Trübsal mit dem Gräuel der Verwüstung. Der Antichrist tritt auf, damit verbunden der Tempelbau. Christus wird dann den Antichristen umbringen mit dem Hauch seines Mundes. Das ist die Endschlacht der Völker bei Harmagedon. Nicht mit Gog und Magog zu verwechseln, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Wenn wir in Israel sind und wir fahren die 78 Kilometer am Toten Meer entlang, dann sage ich unserer Reisegruppe jedes Mal mit liebender Beständigkeit, damit alle Missverständnisse beseitigt werden, hier unten auf der Ostseite des Toten Meeres ist Hamona, wo 7 Monate lang die Völkerscharen des Gog von Magog beerdigt werden. Das ist unten am sogenannten Toten Meer. 200 Kilometer im Norden an den Ausläufern des Berges Karmel liegt Megiddo und dort ist die große Ebene Jezreel. Das ist Harmagedon. Das ist etwas ganz anderes. Liegt örtlich 200 Kilometer auseinander. Dort wird der Antichrist mit seinen Heeren gegen den Kommen des Messias ziehen. Dann wird Christus sein Reich aufrichten, die Völker richten, der Satan wird gebunden und dann kommt erst ein neuer Himmel, eine neue Erde, nachdem Gott die Menschheit gerichtet hat am sogenannten jüngsten Gericht. Sehen Sie, das soll der einleitenden Worte genug sein, dass wir uns heute Abend, nachdem wir einleitend einen kurzen Überblick haben und ich in diesem Hause schon sehr oft über das Thema des Antichristen gesprochen habe, wir uns diesem Thema zuwenden. Wenn das Kommen des Antichristen als Person und als Reich beschrieben wird, wenn wir ungefähre Anhaltspunkte haben, so und so wird es im Großen und Ganzen kommen. Tun wir gut, wenn wir nun nach unserem Thema die Wurzeln des Antichristen im Alten Testamente sehen. Das ist ja unser Thema. Und dass wir von daher erschreckend feststellen werden, wie viele Parallelen der antichristliche Vorschattung im Alten Bund und der Israel sich bereits heute im christlichen Raum, im christlichen Abendland und in der ganzen Welt befinden. Um dann feststellen zu können, das wird dann der letzte Punkt unserer Ausführungen sein, hat der Antichrist seinen Kampf mit der Gemeinde Jesu selbst oder ist der eigentliche Kampf des Antichristen gegen das Volk Israel gerichtet? Das wird nun das letzte Hauptthema sein. Nun also zuerst zu dem Thema der Antichrist im Alten Testament. Wenn wir noch einmal von dem Buche Daniel absehen, darf ich Sie in das Buch der Psalmen führen und darf Ihnen eine gängige Schriftauslegung im pietistischen theologischen Lager, besonders im angelsächsischen Raum von England und Amerika, kundtun, wo wir im ersten Psalm bereits vom Antichristen lesen. Wir kennen ja alle von Kindesbeinen an, wo wir irgendwo im kirchlichen oder gemeindlichen Unterricht den ersten Psalm gelernt haben, diesen Psalm, wo wir im ersten Augenblick gar nichts vom Antichristen merken. Da heißt es wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust zum Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bleiben die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht.
Hier haben wir eine Gegenüberstellung von den Gerechten und von den Gottlosen. Und das finden wir sehr oft in den Psalmen. Wir haben aber in den Psalmen dann noch, das spezifiziert, besonders im 34. Psalm, der Gerechte. Und die Schriftausleger sehen hinter dieser Bezeichnung der Gerechte Jesus Christus. Denn in Apostelgeschichte heißt es, dass Israel den Gerechten getötet hat. Und die Schriftausleger sehen dann, wenn es um den Gottlosen geht, der Gottlose sieht es und beißt die Zähne zusammen, heißt es in den Psalmen, denken Sie auch an den 37. Psalm, dass damit eine Vorschattung auf den Antichristen gemeint ist. Und dass es eigentlich nur um diese beiden Pole geht, Gott und Satan, Licht und Finsternis, der Gottlose, der Antichrist und der Gerechte, der Herr Jesus Christus. Wenn ich jetzt den ersten Psalm angeführt habe, dann sehen Sie, dass es hier in diesem Psalm um das Volk Israel geht und dass im Volk Israel nun dieser Kampf tobt. Die Gottlosen sind die, die sich auf die Seite des Gottlosen schlagen, des Antichristen. Paulus übernimmt das aus dem Alten Testament, gewiss auch aus den Psalmen, wenn er in 2. Thessalonicher 2 von dem Gottlosen, von der Gottlosigkeit, von dem Menschen der Sünde, von dem Gesetzlosen spricht. Und dann lesen wir von den Gerechten. Die Gerechten sind die Menschen, die durch das Blut Jesu gerecht gemacht sind und die auf der Seite Jesu Christi stehen. Ich kann mich erinnern, dass es 20 Jahre her ist, dass ich mal eine Auslegung über die Psalmen hörte und ich ganz verwundert von dieser Perspektive eine ganz neue Schau über die Psalmen, über das Alte Testament bekam, wo diese beiden Pole ständig nebeneinander gestellt, miteinander streiten oder durch den Psalmisten verglichen werden. Die Gottlosen stehen auf der Seite des Gottlosen. Die Gerechten stehen auf der Seite des Gerechten. Und hier haben sie bereits eine Vorschattung auf den Antichristen. Ich möchte jetzt einige Bibelstellen nicht aufschlagen, wenn ich zu einem zweiten Punkt komme. Die sind uns geläufig, dass viele heilsgeschichtliche Schriftausleger, ich erinnere nur an Erich Sauer und Friedrich Heidmüller und manche andere, die längst beim Herrn sind, immer wieder darauf hingewiesen haben, dass der Antichrist im Alten Testament vorgeschattet wird durch seine Vorläufer. Und die Schriftausleger beginnen mit dem ersten, und weil er uns so bekannt ist wie die anderen, wollen wir die Schrift jetzt nicht aufschlagen, Kain. Kain, der seinen Bruder Abel erschlug. Und der Hebräerbrief nimmt noch einmal Bezug darauf und sagt im 12. Kapitel, dass das Blut Jesu Christi besser redet als das Blut Abels. Wir haben aber hier genau wieder die Parallelität. Kain erschlägt den Abel. Das Volk Israel steht vor Pontius Pilatus, gib uns Barabbas den Mörder. Christus wird gekreuzigt. Der Mörder geht frei aus. Der Sündlose wird an das Kreuz geschlagen. Und diese Polarität, diese beiden Pole, Kain und Abel, Christus, Antichristus, Gut und Böse, Gott und Satan, Licht und Finsternis, zieht sich nun in den Vorläufern durch das ganze Alte Testament hindurch. Denken Sie daran, dass wir später wiederfinden bei David und Goliath. Haben Sie die gleiche Polarität? David ist der Urahn des Herrn Jesus Christus, ist der, dem der allmächtige Gott im Alten Bund mit einem Eide geschworen hat. Lesen Sie mal besonders Psalm 89, ein ganz besonderer messianischer Psalm. Ich werde am Sonntagabend noch ausführlich darüber sprechen. Die Psalmen des Alten Bundes, Künder des kommenden Königs, ist ja am Sonntagabend unser Thema. Und dort sehen Sie, dass Gott dem David den Königsbund zuschwört. 2. Samuel 7 und Psalm 89. Dass also Gott im Alten Testament mit dem Volk Israel eigentlich einen dreifachen Bund gemacht hat. Vielleicht sogar einen vierfachen. Erstens den Bund mit Abraham, Verheißung. Zweitens den Bund mit Mose, Gesetz. Drittens den Bund, wo Mose sein Amt an Josua übergibt. 5. Mose 28. Den Bund mit dem Land. Wenn ihr gehorsam seid, werdet ihr im Lande gesegnet sein. Wenn ihr vom Gesetz abfallt, wird das Land euch ausspeien und ihr werdet bis an die Enden der Erde zerstreut werden. Das ist ein Bund. Das steht geschrieben in 5. Mose 28 und den umliegenden Kapiteln dort. Und dann in 2. Samuel 7 macht er den Königsbund mit ihm.
Es ist also eine vierfache Bundesschließung im Alten Testament. Und wir verkürzen den alten Bund, wenn wir nur vom Gesetz reden. Auch Gesetz, Altes Testament, du bist gesetzlich, das ist abgetan, das sind Äußerlichkeiten, das war bei Israel. Irrtum, Irrtum, Irrtum. Ein vierfacher Bund ist im Alten Testament geschlossen worden. Wenn wir jetzt bei David bleiben, sehen wir die Gegenüberstellung, der Riese Goliath. Wenn man in Israel war, weiß, wie breit das Tal Ela ist, der Eichengrund. Ela ist die Eiche, E-L-A. Elat sind die Eichen. Die starken Bäume. Heute hat man noch gewaltige Bäume dort, die zwei Männer nicht mal umarmen können, so dick sind sie. Und da kann man sich so richtig vorstellen, auf der einen Seite stehen die Philister, 40 Tage tritt dieser Goliath von Gad auf und auf der anderen Seite Israel. Keiner kann helfen, bis der kleine David kommt. Da haben sie wieder die Gegenüberstellung und die Vorschattung des Christus in David, denn er ist ja Davids Sohn, er kommt aus dem Samen Davids nach dem Fleisch, Römer 1, Vers 3. Und auf der anderen Seite die Vorschau auf den Antichristen. Äußerlich ein Riese. Sechs Ellen sind drei Meter hoch. Mit einem Spieß wie ein Weberbaum. Er flucht dem Heer und dem Gott Israels. Da merken Sie, wo der Fluch ist. Ist antichristlicher Geist. Ich hatte mal einen Menschen in der Seelsorge, der fragte, ob es möglich wäre, dass Gott auch vergeben könnte, wenn er einen Menschen verflucht hätte. Ich sage, ja, Gott kann auch das vergeben, wenn man aufrichtig Buße tut und die Sache mit dem Menschen in Ordnung bringt. Das heißt in der Schrift sogar ungerecht, der Fluch trifft nicht. Aber wo der Fluch ausgesprochen wird, dann merkt man, hier ist das Gebet aus der Hölle da. Es gibt Gläubige, es gibt Menschen, die haben mit Lästergedanken, mit Fluchgeistern zu tun. Es entfährt, es entrutscht in ein Wort. Das wird man sofort den antichristlichen Geist. Der Goliath flucht dem Heere Israels. Und David kommt nun im Auftrag dieses Gottes Israel, nicht mit Schwert, Spieß und Schild, sondern im Namen des Herrn Zebaoth, dessen Heer du gelästert hast. Und sehen Sie, jetzt können wir durch das ganze Alte Testament gehen. Wir fangen bei Kain an, wir kommen zum Goliath. Wir denken an den Nimrod, von dem wir auch im Alten Testament beschrieben steht. 1. Mose 10 und 1. Mose 11, da geht es ja von der Völkertafel zu dem Turmbau zu Babel. Und dann kommen wir durch das ganze Alte Testament und merken, dass sich in Israel das konzentriert, hier kommt der Messias, und die umliegenden Völker an der Spitze, ihre Könige, gestern Abend hörten wir ja besonders von Babel, das sind die vorschattenden Repräsentanten auf den Antichristen hin. Wenn wir jetzt, ich gehe der Zeit wegen sehr schnell vor, wenn wir jetzt hier bei Babylon bleiben, wir könnten noch weiter zurückgehen zu den Syrern oder zu den Moabitern und zu den anderen Völkern, aber wenn wir jetzt mit Babel beginnen, das wird uns ja heute Abend doch noch etwas beschäftigen müssen, dann steht hier an der Spitze Nebukadnezar, eine Vorschattung auf den Antichristen, der sich als Gott anbeten lässt. Die drei Männer kommen in den Feuerofen, weil sie das Bild nicht anbeten wollen. Und inwendig ist es das Raubtier aus dem Abgrund. Dann denken wir an Medo-Persien. Hier ist die Schlüsselgestalt ein Darius. Darius der Dritte, der auch als Gott angebetet wird. Die Anbetung der Menschen, der Könige, dass sie als Gott angebetet wird, ist was typisch Orientalisches. Kommt nicht aus dem Westen, kommt aus dem Osten, aus dem Orient. Dann kommen wir nach Griechenland. Alexander der Große gehörte mit zu den Ersten, die sich in Babylon als Gott anbeten ließen. Und dann kommen wir zu den römischen Kaisern. Was für ein Ungeheuer ist Nero gewesen? Oder wenn wir an Claudius oder Caligula oder die anderen römischen Kaiser denken, Vorläufer des Antichristen. Auch die Zahl 666 stimmt mit Nero und mit anderen aus dem Alten Testament überein. Das zeigt uns an, dass sie Vorläufer des Antichristen sind. Sehen Sie, das ist ein zweiter Gesichtspunkt. Vorschattung, der Gerechte, der Gottlose. Vorläufer, Menschen, die uns mit Namen bekannt sind, Menschen, die als große Volksführer gegen Israel und somit gegen Gott standen und sich als Vorläufer des Antichristen herauskristallisiert haben. Wenn wir uns jetzt dem Buche Daniel zuwenden, haben wir im Buche Daniel wiederum zwei Aussagen oder sagen wir eine zweifache Vorschattung auf den Antichristen. Es sind die zwei gleichen Aussagen, der Antichrist als Person, der Antichrist als Reich. Wenn Sie nun das erste Kapitel des Buches Daniel überschauen, da sehen Sie hier eine Vorschattung.
des Antichristen. Um was geht es hier? In Daniel Kapitel 1 geht darum, dass nach der ersten und zweiten babylonischen Gefangenschaft Daniel mit seinen drei Freunden an den babylonischen Hof kommt. Es wird hier die zweite Wegführung gemeint sein, die 597 unter Joachim vor Christus war, 597. Und dann lesen wir etwas ganz Bezeichnendes, was für den Glauben, den Götterglauben der damaligen Zeit wichtig war, dass wir das antichristliche Wesen verstehen, was uns bereits hier im ersten Kapitel begegnet. Da lesen wir, dass der König Nebukadnezar Jerusalem belagerte und dass der Herr ihn über Joachim übergab, dass er etliche Gefäße aus dem Hause Gottes nahm, er ließ es führen in das Land Sinia, in seines Gotteshaus und tat die Gefäße in seines Gottes Schatzkammer. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet nicht, dass sich das Volk der Babylonier oder der Nebukadnezar jetzt bereichern will, sondern das bedeutet, wenn aus dem Tempel des Gottes Israel in Jerusalem die heiligen Geräte in den Götzentempel nach Babylon gebracht werden, sind die babylonischen Götter stärker als der Gott Israels. Das ist Daniel 1. Hier haben wir den Kampf der Finsternis gegen das Licht. Das Unten triumphiert über das Oben. Warum? Weil das Volk Israel versagt. Sie wissen, dass das Volk Israel das Gesetz bekam. Das Gesetz hat eine vierfache Bedeutung und diese Zeichnung, die können wir unter dieser vierfachen Bedeutung ganz gut verstehen. Sie sehen hier, dass Israel 1500 Jahre oben ist, von Abraham bis 600 vor Christus, wo die babylonische Gefangenschaft beginnt und Israel gefallen ist und die Zeit der Heiden beginnt und immer noch währt, seit 2600 Jahren. Und da erinnern wir uns an das Gesetz, das Gott dem Volke Israel gegeben hat, die 10 Gebote, die 5 Bücher Mose, die Tora, der Pentateuch, wie es im Griechischen heißt. Das ist von oben her ein Zügel. Das Volk wird damit regiert von Gott. Das ist nach innen ein Spiegel. Das Volk erkennt seine Sünde. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, sagt Paulus in Römer 3. Nach unten ist das Gesetz ein Riegel. Lesen Sie mal gerade im 3. und im 5. Buch Mose, wie Israel nach unten zu den dämonischen Mächten abgeriegelt ist. Die Wahrsager und die Zeichendeuter und die Hurer und die Spiritisten und die Totenbeschwörer, sie müssen ausgerottet werden. Nach unten ist das Gesetz ein Riegel. Es gibt keine rigoroseren Gesetze als in dem 3. und im 5. Buch Mose, wo Gott so gegen den Spiritismus vorgeht. Und sehen Sie, der Riegel, der wird jetzt gebrochen, weil Israel mit den umliegenden Völkern und Göttern hurt, von Gott abfällt, von dem eigentlichen Eheherrn. Und wie wir es gestern Abend über die Hure Babylon hörten, Israel hurt anderen Göttern nach, der Riegel zerbricht, Gott kann durch den Zügel von oben das Volk nicht mehr regieren, das Volk nimmt den Spiegel nicht mehr an, um seine Sünde zu erkennen. Nach außen war das, um das Volk Israel herum, das Gesetz ein Zaun, der Zaun wird zerstört, und nun kommen die Völker aus dem Abgrund nach oben, weil Israel ungehorsam war und fiel. Und das haben wir in Daniel Kapitel 1. Der Gott Israel ist besiegt, der Tempel ist zerstört, die Gefäße werden in das Haus des Gottes der Babylonier gebracht. Besonders im Kapitel 5 lesen wir, wie dann in dieser Nacht, wo das Menetek Lufrasim erscheint, wie sie dort trinken und ihre Götter loben, dass also ihr Gott herrlicher und größer ist als der Gott Israel. Und das ist der Kampf, um den es hier in Daniel geht. Und da haben sie bereits die Vorschattung, wie der Satan auch durch diese Äußerlichkeiten beweisen will, oder wir sagen der Antichrist, weil er hier vorgeschattet ist, dass eben der Gott Israels ein besiegter Gott ist. Ihr mit eurem alten Bibelglauben, ihr rückständigen Pietisten, ihr Biblizisten, ihr mit eurem Papier in einen Papst, so sagt man zur Bibel, das ist ja längst überholt. Hier haben sie den Zentralangriff in Kapitel 1. Ganz nebenbei gesagt, geht es auch hier noch um die Jugend. Nicht der Daniel und der Hanania und der Misael und der Asaria sind ja junge Leute. Sie werden nach den Gesetzen der damaligen Zeit wahrscheinlich 15, 16 Jahre alt gewesen sein, um dann als die Blüte der Nation mit 18, 19 vor dem Nebukadnezar dienen zu müssen. Die Blüte der Jugend, der gläubigen Jugend, die Kinder der Gotteskinder sind vom Satan ausersehene Zielscheiben, sie zu Fall zu bringen. Und wer die Weltgeschichte kennt
weiß das berühmte Männer des Atheismus und der Gottlosigkeit in ihrer Jugend tiefst und engste Berührung mit dem Christentum haben. Wir denken an Josef Stalin und an andere Leute. In unserem Textwort geht es in Kapitel 2 weiter. In Kapitel 2 erscheint nun eine gewaltige Götzengestalt, die schrecklich anzusehen ist, wo man aber deutlich einen Menschen erkennt. In Kapitel 2 des Buches Daniel lesen wir nun die umliegende Situation und Geschichte dieses Kapitels, ist bekannt, das übergehe ich jetzt. Lesen wir nun, dass der König ein großes, schreckliches Bild sah. Daniel 2, 31. Des Bildes Haupt aus feinem Golde, seine Brust und Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erd, seine Schenkel waren Eisen, seine Füße waren eines Teils Eisen und eines Teils Ton. Hier haben wir also den Menschen vor uns stehen und hier verbirgt sich der Antichrist in Person. Hier haben wir die erste direkte Weissagung oder Vorschattung, wenn ich es mit dem Thema von heute Abend sagen darf, auf die Person des Antichristen. Es glänzt alles von Gold und Silber. So wie Adolf Hitler die ersten 6 Jahre nur geglänzt hat, ist nicht nur das deutsche Volk, das ihm Heil zugerufen hat. Denken Sie nur an die Pétain-Regierung in Frankreich und an viele andere, die mit Hitler gehalten haben. Tausende und Abertausende von Freiwilligen haben unter deutschen Fahne für Hitler gekämpft. Die Welt war fasziniert von diesem Mann. Und der Rechtsradikalismus ist in Deutschland ein weißes Kind gegenüber dem, was in anderen Ländern ist. Was es für Gruppen, für narzisstische Gruppen in Amerika, in England und anderen Staaten der Welt gibt. Das nur nebenbei gesagt. Wir haben hier das glänzende Bild, goldenes Haupt, silberne Brust, erzerne oder kupferne Lenden, eiserne Beine. Hier haben Sie die Erscheinung der Person, des Weltführers, des Antichristen in seiner äußeren, gewaltigen Herrlichkeit. Wenn ich jetzt das von der Person auf das Reich beziehe, und das muss ich ja, erkennen wir sofort, dass die Deutung des Traumes in Daniel 2, Abvers 36 von den Reichen spricht, zwar immer vordergründig von den Königen, die das Reich regieren. Das erste Königreich ist das goldene Babylon, das zweite das silberne Persien. Das dritte Königreich, Vers 39, ist das kupferne Griechenland und das vierte das eiserne Rom. Wir haben ja die Folge der Weltreiche hier stehen, Babel, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Das ist Kapitel 2, der äußere Glanz. Und sehen Sie, in diesen äußeren Glanz des antichristlichen Reiches gehen wir nun hinein. Je länger mehr wird den Menschen auf der ganzen Erde, auch in unserem Land, durch verschiedene Gruppierungen, Parteien und Weltanschauung und Ideologien das Paradies auf Erden versprochen. Immer herrlicher, immer besser, immer wunderbarer wird es auf dieser Erde. So wie Heinrich Heine sagt, ein neues Lied, ein besseres Lied will ich euch, Freunde, dichten. Wir wollen hier auf Erden schon den Himmel, das Himmelreich errichten. Es wächst auf Erden Brot genug für alle Menschenkinder und Rosen und Myrren und Zuckererbsen nicht minder. Ich habe jetzt den Faden verloren, wo es dann zum Schluss heißt, den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Sehen Sie, das wird uns jetzt versprochen. Der äußere Glanz, das äußere Wohlergehen, immer besser, immer schöner, immer mehr essen, immer eine schöne Runde, äußere Glanz. Und dann kommen wir zu Kapitel 7. Und in Kapitel 7 haben wir die Vorschattung des Antichristen. Mehr liegt hier die Betonung auf seinem Reich in 4 Raubtieren. Es ist uns doch gewiss aufgefallen, dass fast alle Staaten der Welt als Wappen ein Raubtier haben. Österreich hatte bis 1918 den zweiköpfigen Adler, Einhorn, Stier, Löwe, das haben wir alles für gewaltige Tiere, Bären. Fast in jedem Wappen, nicht in jedem, aber fast in jedem Wappen der Welt, ist irgendein Raubtier zu sehen. Und das wird uns in Kapitel 7 beschrieben, so wie es hier die Reihenfolge ist. Ich darf mich also dem Plan zuwenden. Als erstes sieht Daniel aus dem tosenden Völkermeer einen Löwen, dann einen Bären, dann einen 4-köpfigen Leoparden und dann ein gräuliches Tier mit 10 Hörnern kommen. In Vers 17 wird von Daniel 7 die Erklärung gegeben, dass diese 4 großen Tiere 4 Reiche sind, die auf Erden kommen werden. Nun, wer die Weltgeschichte kennt, er braucht nicht mal Bibelleser zu sein, weiß, dass diese Reiche so gekommen sind.
Das sind unumstößliche weltgeschichtliche Fakten. Wir sind so gekommen, wie es die Bibel geweissagt hat. 70 Jahre kam Babel, 200 Jahre Medo-Persien, 300 Jahre Griechenland und dann runde 1000 Jahre Rom. Nun werden diese Weltreiche, die kommen, mit gräulichen Raubtieren verglichen. Einem Löwen, besonderes Raubtier. Ein Bär, ein unheimliches Raubtier. Ein Leopard, ein zorniges, wildes, schnelles Raubtier. Und dann als viertes ein gräuliches Tier, das in der Zoologie, in der Schöpfung Gottes nicht vorkommt. Daniel kann es nicht beschreiben, er sagt nur ein gräuliches Tier mit 10 Hörnern. Das Wort gräulich erinnert uns ans Alte Testament, wo von den Gräuelsünden die Rede ist. Und die Gräuelsünden des Alten Testamentes sind immer in Bezug mit Dämonie. Wer das dritte und fünfte Buch Mose kennt, steht da sogar bis zur Kleidung, wie eine Frau sich nicht kleiden soll und ein Mann, weil das dem Herrn ein Gräuel ist. Da steht im Hintergrund immer die Dämonie der Abgötterei und der Spiritismus. Und das ist bei Rom auf dem Höhepunkt, weil eine Steigerung von dem Löwen zum Bären, zum Leoparden, zum gräulichen römischen Untier kommt. Nun, ich sagte Ihnen bereits am Anfang, ich kann nun, ich habe stundenlang über dieses Thema an anderer Stelle gesprochen, nicht weiter darauf eingehen. Ich setze das jetzt in den Raum hinein. Ich weiß, dass Sie in diesen Dingen versiert und bewandert sind. Dass also Daniel Kapitel 7 jetzt die innere Natur des Antichristen und seines Reiches, beziehungsweise seiner Untertanen, seiner Gesetze und seiner Geistesrichtung sieht. Nach außen Daniel 2, der Mensch. Goldenes Haupt, silberne Brust, kupferne Lenden. Herrlich glänzt. Und nach innen ein Raubtier schlimmer als das andere. Das ist die Vorschattung des Antichristen im Alten Testament. Der äußere Glanz und innerlich die Raubtiernatur. Es hat mal einer gesagt, dass Humanität ohne Divinität zur Bestialität wird. Das heißt, Menschlichkeit, Humanismus, da spricht man heute von der Humanität, von der Mitmenschlichkeit, dass Menschlichkeit ohne Göttlichkeit, ohne Divinität, zur Bestialität, zum Tier führt, zum Tierhaften. Dass der Mensch unter das Tier herabsinkt, denn Jesaja sagt, ein Ochse kennt seinen Herrn, ein Esel die Krippe seines Herrn, aber mein Volk kennt es nicht. Der Mensch kann heute zum Monde fahren, er kann Atome spalten, aber von Gott weiß er nichts und will er auch nichts wissen. Das ist die Bestialität. Und jetzt merken wir, wie das auf uns zukommt. Auf der einen Seite verspricht man uns das Paradies. In Wirklichkeit ist Westeuropa, vielleicht sogar die ganze Welt, aber besonders unser Land, zu diesem Bestialischen herabgerutscht. Wie bestialisch ist es, wenn unsere Kinder in der Schule von den ersten Jahren an in einer sogenannten Sexualaufklärung in ihrer Seelenachse verbogen und zerbrochen werden. Wie bestialisch ist es, wenn als Beispiel ein Student in Amerika, wenn er mit 18 oder 19 Jahren sein Studium beginnt, wenn er so 2 Stunden von Kindesbeinen an am Fernsehapparat gesessen hat, 15.000 Mordsendungen oder Morde gesehen hat. In Deutschland sind ja ähnliche Verhältnisse. In Amerika geschieht alle 39 Sekunden ein Verbrechen. Haben Sie gehört? Nicht Minuten, Sekunden. Von den 3 Millionen Straftaten in der Bundesrepublik Deutschland ist jede 14. Straftat oder jeder 14. Straftäter ein Kind unter 14 Jahren. Jeder 7. Straftäter ein Jugendlicher über 14 Jahren. Wie bestialisch geht es in unserem Lande zu? Die grauenhaftsten Filme werden in Kinos, im Fernsehen gezeigt. Wie schamlos und grauenhaft geht es durch die sogenannte Pornografie in unserem Lande zu? Wir merken, wie Daniel 2 und Daniel 7 in der Vorschattung des antichristlichen Reiches in unsere Zeit hinein geweissagt hat. Es ist absolut wahr. Der äußere Glanz, das äußere Paradies wird uns versprochen und innerlich wird unser Land immer mehr zu einer Hölle. Eine anständige Frau kann heute kaum noch abends allein durch eine Großstadt gehen. Sie muss damit rechnen, überfallen zu werden, und das Wenigste, was man ihr tut, ist, man reißt ihr die Tasche mit dem Geld weg. Man kann ja aber auch mehr antun. Nun sehen Sie,
Hier ist jetzt also aus Daniel 2 und Daniel 7 die Wegweisung klar. Die Vorschattung der äußeren Herrlichkeit und dann die Bestialität von innen. Wir wissen ja aus Offenbarung 13, ich will des Themas wegen und der Zeit wegen extra nicht darauf zu sprechen kommen. Wir wissen aus Offenbarung Kapitel 13, wie der Antichrist dort geschildert wird. Als der, der äußerlich diesen gewaltigen Glanz hat, alle beten es an, das Tier, wir haben es ja in der Schriftlesung am Anfang gehört, und in Wirklichkeit ist nach Offenbarung 13 innerlich der Antichrist gleich mit dem Satan. Er hat die Beziehung zum Teufel, dass er alle Macht vom Teufel bekommt. Der Einfluss ist auf der ganzen Erde. Die ganze Erde betet es an. Hier steht nun ausnahmsweise mal nicht Oikumene, die bewohnte Erde, im engeren Sinne, die nun für das Römische Reich oder für die vier Weltreiche genannt wird, sondern die ganze Erde, der ganze Erdboden. Der Mensch betet dieses Untier an. Seine Hauptwaffe ist ein großes Maul der Propaganda. Hier haben wir die ganze Bestialität. Und jeder, der den Antichrist nicht anbetet, lesen wir in Offenbarung 13, der wird umgebracht. Offenbarung 17, Vers 8, lesen wir noch ergänzend dazu, Offenbarung 17, 8, dass der Antichrist, nachdem er die tödliche Schwertwunde hatte, tödliche Wunde heißt, er hat eine Wunde, an der er stirbt, an der Tod war, dass er wieder lebendig wird und er aus dem Abgrund kommt. Abyssos ist das griechische Wort in Offenbarung 17, Vers 8. Er kommt aus dem Jenseits, er hat unheimliche, okkulte, dämonische Kräfte. Sehen Sie, die Vorschattung des Antichristen haben wir also in Daniel 2 und 7 sehr deutlich. Wenn ich jetzt von den okkulten Kräften des Antichristen sprach, darf ich Sie auf eine Vorschattung erinnern, die uns das 6. Kapitel des 1. Buches Mose erwähnt, wo nur Noah mit seinen 7 Familienangehörigen durch die Arche hindurch gerettet wird. Und da lesen wir in 1. Mose Kapitel 6, dass die Göttersöhne zu den Menschentöchtern auf die Erde kamen. Ob das nun gute Engel waren, Göttersöhne sind im Alten Testament die Starken, das sind immer Engel, oder ob das gefallene Engel waren, spielt letzten Endes keine Rolle. Entscheidend ist, dass eine Invasion von himmlischen Mächten auf der Erde war, wo eine widernatürliche Verbindung mit den Menschentöchtern eingegangen wurde, woraus nun Nephilim entstand. Nephilim. Das Wort, was Luther mit Tyrannen übersetzt, ist das hebräische Wort Nephilim. Es hängt mit dem Wort Nephal zusammen und bedeutet unnatürliche Geburt. Riesen, Tyrannen, gewaltige Leute, die widernatürlich gezeugt worden sind. So etwas gibt es. Katzenkehler berichtet von den Fuchsgöttern in China, wo Frauen und Mädchen, die dem Spiritismus verfallen sind, nachts von dämonischen Gestalten leiblich gequält werden, die in Menschengestalt mit Fuchsköpfen erscheinen und dann wieder verschwinden. Das ist missionsgeschichtlich bewiesen. Das steht also in 1. Mose 6. Das bedeutet, dass in 1. Mose 6 eine satanische Zeugung durch Menschen, durch Frauen auf dieser Erde geschah, wo diese Nephilim, diese Riesen daraus wurden. Und dieses ganze Menschengeschlecht war so dämonisiert, dass es durch die Sintflut vernichtet werden musste. Wenn jetzt der Antichrist kommt, und ich anfangs das Fremdwort gebrauchte, er wird eine Inkarnation der Satan sein. Wenn der Antichrist eine Inkarnation des Satans ist, bedeutet es, dass wie in 1. Mose 6 auch eine Vorschattung auf den Antichristen, die Göttersöhne zu den Menschentöchtern kam, eine dämonische Verbindung auf leiblichem Gebiet eingegangen wurde, dass der Satan den Antichristen genauso auf die Welt kommen lassen wird wie in 1. Mose 6 und somit die sündlose Jungfrauengeburt Jesu Christi durch den Leib der Maria nachäffen wird. Sind für uns unheimliche Dinge. Wer sie das erste Mal hört, ist bis ins Letzte erschüttert. Wer Westeuropa kennt, weiß, dass diese Dinge bereits vorgeschattet sind. Man zeigt heute Filme in derartiger Weise. Man feiert heute Satansmessen, wo sich Frauen gräulich, zuchtlos diesen Dingen hingeben, wo man betet, Satan, geh voran auf der Lebensbahn. Satan, unser, der du bist im
der Hölle und vieles andere mehr. Es gibt einen Film, der heißt Rosemaries Baby, wo die Rosemarie vom Satan ein Baby bekommt. Man kann es kaum aussprechen, aber solche Filme zeigt man. Es ist später, als wir denken. 1. Mose 6, Daniel 2, Daniel 7, da merken wir etwas von dieser grauenhaften Vorschattung des kommenden Antichristen als Person und des kommenden antichristlichen Reiches. Wenn ich jetzt einen kurzen Augenblick bei dem Reich stehen bleibe, möchte ich jetzt bei Ihnen als Zuhörer kein Holz in den Wald tragen, weil Ihnen die Dinge vertraut sind. Aber ich darf kurz wiederholen, dass Babel, mit der Persien, Griechenland und Rom 4 Weltreiche waren. Es hat auf der Welt nur 4 Weltreiche gegeben. Das sagt Daniel 7. Daniel 7, der Kanzler am babylonischen Hofe, der hier an dieser furchtbaren Wegscheide steht, wo Israel fällt, wo Babel hochkommt. Darüber haben wir gestern gesprochen. Das zweite Mal erscheint hier Babel. Das erste Mal in 1. Mose 11 beim Turmbau, das zweite Mal hier und das dritte Mal bei der Hure und bei der Stadt Babylon. Das bewegt uns ja gestern Abend. Daniel sieht nun von hier aus bis zum Kommen Jesu. Aber nur die Sicht der Völker. Wenn wir den Propheten Hesekiel kennen, wissen wir, dass Hesekiel genau in der gleichen Zeit geweissagt hat. Sogar in Babylon, wie Daniel auch. Er war ein Zeitgenosse des Daniel. Aber Hesekiel sieht nur die Geschichte Israels. Er sieht nicht die Völker. Daniel sieht exklusiv, ausschließlich, einmalig, in einsamer Höhe, in einsamer Einsamkeit, möchte man sagen, sieht er den Geschichtsverlauf der Völker. Hesekiel sieht den Geschichtsverlauf Israels. Wenn sich Hesekiel kurz vergegenwärtigen, Kapitel 33, er wird zum Wächter bestellt. Gut, er ist längst gestorben. Aber was er hier gesagt hat, 600 vor Christus, das steht heute in der Bibel. Das muss gepredigt werden. Das ist das Wächteramt. Dann lesen Sie Hesekiel 34, Gott nimmt sich seines Volkes wieder an. Hesekiel 35 und 36, Israel bekommt das Land zurück. Hesekiel 37, Israel erlebt eine Auferstehung. Hesekiel 38, 39, Israel wird überfallen von Gog von Magog. Hesekiel 40 bis 48, der Herr wohnt wieder im Tempel unter seinem Volk Israel. Und kein Wort vom Antichrist oder von den Völkern. Braucht auch Hesekiel nicht bringen, weil es ja Daniel ausführlich gebracht hat. Und sehen Sie, dieses Wort finden wir ja in 1. Korinther 13, was leider von Dr. Martin Luther nicht ganz korrekt übersetzt wurde. Wenn Dr. Martin Luther gewusst hätte, was er mit dieser Übersetzung der Christenheit und der glaubenden Gemeinde angetan hat, hätte er gewiss anders übersetzt. Da heißt es in 1. Korinther 13, Vers 9 und 10, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird, das Vollkommene, dann wird das Stückwerk aufhören. Und da meinen wir immer, ja, es ist alles Stückwerk. Natürlich, was ich sage, Stückwerk. Ich habe die Weisheit nicht allein gepackt. Das hat keiner von uns. Wir ergänzen uns gegenseitig. Das hat der Herr so geordnet, dass auch Verkündiger und Evangelisten sich ergänzen. Das ist richtig. Aber wenn wir hier in 1. Korinther 13 den griechischen Grundtext fragen, dann sagt uns der griechische Grundtext doch eigentlich etwas anderes. Und zwar dieses Wort, was nun Luther so seltsam übersetzt, 1. Korinther 13, Vers 9 und 10 mit Stückwerk, heißt es im Griechischen Ekmerus. Und Ekmerus heißt Teil aus dem Ganzen. Und Teil aus dem Ganzen bedeutet, Hesekiel hat einen Teil aus dem Ganzen der Heiligen Schrift. Daniel hat einen Teil aus dem Ganzen der Heiligen Schrift. Mose hat einen Teil aus dem Ganzen der Heiligen Schrift. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus, Jakobus, Judas, jeder hat einen Teil aus dem Ganzen der Heiligen Schrift. Und das meint 1. Korinther 13, der ganze Textzusammenhang, ich habe hier an diesem Ort mal eine Bibelstunde darüber gehalten, der ganze Textzusammenhang ist gar nicht anders zu erklären, dass Paulus sagt, es ist ja Stückwerk, es geschieht ja in Teilen, was jetzt geweissagt wird in der Übergangszeit, wo die Gemeinde Jesu das Neue Testament noch nicht in der Hand hat. Wenn aber das Neue Testament, der Kanon des Neuen Testamentes abgeschlossen ist, ist das Vollkommene da, denn das Alte Testament überschlägt sich gerade in den Psalmen mit dem Lobpreis, dass Gottes Wort vollkommen ist. Es ist so vollkommen, dass Himmel und Erde längst vergangen sein werden, aber das vollkommene Wort Gottes wird in Ewigkeit bestehen. Und sehen Sie, wenn jetzt 1. Korinther 13, Vers 9 und 10 von diesem, wie Luther übersetzt, Stückwerk von diesem Teil, von diesem Ekmerus, das Teil vom Ganzen spricht, so meint es hier mit die Heilige Schrift.
Wenn nun das Vollkommene kommt, ist der Kanon des Neuen Bundes abgeschlossen, alle 66 Bücher sind uns gegeben, eigentlich sind 70 Bücher, nach den 70 Völkern. Denn das Buch der 150 Psalmen zerfällt in 5 Bücher. Und in hebräischen Zählung wird das als ein fünffaches Buch gezählt, entsprechend den 5 Büchern Mose. Dass wir eigentlich nicht 66, sondern 70 Bücher haben, entsprechend den 70 Völkern. Und nun sehen Sie, ich komme zu Daniel zurück. Daniel weissagt Ekmerus in Teilen für die Völker, Hesekiel für Israel. Und so hat jeder Prophet seine Botschaft. Auch Jeremia, wenn Sie Jeremia 30 bis 33 lesen, der weissagt nur für Israel. Ich habe das einige Mal auch in meinen Lichtbildervorträgen gezeigt, oder wenn wir das in Israel erlebt haben, dann habe ich sofort ganz schnell den Propheten Hesekiel aufgeschlagen und habe meiner Gruppe vorgelesen, Jeremia 33, Vers 11. Das haben wir x-mal in Israel gesehen. Was steht denn Jeremia 33, Vers 11? Jeremia lebt ja auch hier. Jeremia, Daniel, Hesekiel, das sind ja 3 Zeitgenossen, die bei dem Untergang Jerusalem 600 vor Christus leben. Da weissagt Jeremia von damals 2600 Jahren unsere heutige Zeit. Was denn? Etwas ganz Liebliches. Man wird dennoch wieder hören, Geschrei von Freude und Wonne, die Stimme des Bräutigams und der Braut. Wir haben x-mal Braut und Bräutigam in Israel gesehen, wenn junge israelische Ehepaare sich an der Klagemauer fotografieren ließen, im Hotel Hochzeit hatten oder auf dem Berge Karmel oder auf dem lieblichen Hügel von Joppe, dem alten Jaffa, am Mittelmeer bei der untergehenden Sonne eine Aufnahme für ihr Hochzeitsalbum machen wollte. Jeremia sieht nur diesen einen Teil, wie Hesekiel und Daniel und die anderen nur diesen einen Teil sehen. Und sehen Sie, wenn wir jetzt das verlassen, ist es uns klar, dass Daniel die Botschaft für die Völker hat und dass die Weissagung Daniels mit dem Untergang des Weströmischen Reiches, 476 nach Christus, und mit dem Untergang des Oströmischen Reiches, 1453 nach Christus, dass damit die danielische Weissagung nicht zu Ende ist, sondern dass Daniel bis in das Neue Testament hinein weissagt und dass gerade das Buch der Offenbarung, dass das die Sprache Daniel spricht. Und zwar in stärkster Weise. Auch die Sprache anderer Propheten, auch Hesekiel, wenn Sie an Offenbarung 10 denken, wo der Prophet das Büchlein verschlucken muss, das ist auch bei Hesekiel Kapitel 3 zu lesen. Aber sonst haben Sie gerade in der Völkerprophetie von Kapitel 11 bis 19 die Sprache des Daniel in dem Buch der Offenbarung. Nun sieht der Prophet Johannes auf der Insel Patmos in dem Buch der Offenbarung den Antichristen kommen, als Person und als Reich. Wie sieht er ihn kommen? Er sieht ihn als gräuliges Untier. Und da lesen wir nun Offenbarung 13 in den ersten beiden Versen. Ich darf es noch einmal vorlesen. Offenbarung 13, Vers 1 und 2. Ich trat an den Sand des Meeres. Man kann auch übersetzen, dass der Drache von Vers 17 des 12. Kapitels, ist das ein Zusammenhang, an den Sand des Meeres trat. Wieder das Meer, genauso wie in Daniel 7. Und das Meer wird ja als das Völkermeer bezeichnet, wenn Sie sich notieren wollen. Jesaja 17, Vers 12 werden die Völker als Meer verglichen. Jesaja 17, Vers 12. Psalm 65, Vers 8. Die Völker sind ein ungestümes Meer. Psalm 65, Vers 8. Und Matthäus 13, Vers 47, wo das Netz in das Meer der Völker geworfen wird und wo sie allerlei Gattung fangen. Das ist also eine ganz biblische Aussage mit dem Meer. Nun tritt Johannes wiederum an das Völkermeer, wie einst Daniel vor ihm. Und nun sieht aus dem Völkermeer ein gräuliches Untier kommen. Nicht 4, sondern 1. Das hat 7 Häupter, 10 Hörner. Und das Tier, das er sieht, war gleich einem Leoparden. Füße wie Bärenfüße, Maul wie eines Löwenmaul. Jetzt fragen wir, was ist das für ein seltsames Tier? Wenn man das jetzt sich vorstellt oder zeichnen will, also sowas gibt es ja in der Schöpfung Gottes nicht. Nein, sowas gibt es nicht. Das ist eine Schöpfung des Satans. Und da sehen wir, dass das antichristliche Reich nach Offenbarung 13, Vers 1 und 2 eine Wiederauferstehung dieser 4 alten Weltreiche ist. Der Antichrist hat Maul des Löwen. Wo ist der Löwe? Babel, Daniel 7. Füße des Bären. Wo ist der Bär? Medo-Persien. Hier ist der Bär. Daniel 7. Gestalt des Leoparden. Wo ist der Leopard? Hier ist der Leopard. Griechenland, Daniel 7. 10 Hörner. Wo sind die 10 Hörner? Hier beim gräulichen Tier von Rom, Daniel 7.
Dann hat das antichristliche Ungeheuer 7 Häupter. 10 Hörner haben wir eben schon hier gesehen. Wenn wir die Häupter dieser 4 gräulichen Untiere zählen, von Babel, Medo-Persien, Griechenland und Rom, der Löwe hat 1 Haupt von Babel, der Bär 1 Haupt sind 2, der Leopard hat 4 Häupter sind 6, das gräuliche Untier hat 1 sind 7. Eine summarische Wiederauferstehung der 4 alten Weltreiche am Ende der Zeit. Wir haben also hier die konkreteste Vorschattung. Jetzt müsste ich Ihnen die Grenzen dieser 4 alten Weltreiche aufzeigen. Und da würden Sie sehen, dass es eine Verkürzung ist. Wenn man heute in mancher Prophetie, in manchen Zeitungen von manchen Brüdern hört, das römische Weltreich wird wieder auferstehen und bildet das antichristliche Reich, ist nur eine Viertelwahrheit. Eine Viertelwahrheit. Denn nach Offenbarung 13 hat der Antichrist 4 Attribute von den 4 Weltreichen. Und das bedeutet, das antichristliche Reich entsteht in den Grenzen, in den Völkern, die damals existierten und heute wieder die Weltbühne beherrschen. Erstens Babel, zweitens Persien, drittens Griechenland, viertens Rom. Stimmt das? Jawohl. Wir brauchen heute nur die Nachrichten hören, brauchen heute nur die Zeitung aufschlagen, die Welt zittert. Was tut Babel? Babel heißt heute Irak mit der Hauptstadt Bagdad. Was tut heute Persien? Persien heißt heute Iran. Die beiden haben einen furchtbaren Grenzkrieg. Der jordanische König Hussein zieht seine Truppen zusammen, um dem Irak zu helfen. Was geschieht denn da unten? Die machen Weltpolitik. Am Rhein wird doch keine Weltpolitik gemacht. An der Themse, ach, doch lächerlich. Drüben in Washington, ja lächerlich. Hier wird Weltpolitik gemacht. Diese 4 Weltreiche treten in den Mittelpunkt. Wenn nun die Brüder sagen, das römische Weltreich entsteht wieder, ist das ein Viertel nur. Und liegt am Rande des Zentrums, das Zentrum der Weltgeschichte, was sich um Israel gruppiert, ist Babel, Medo-Persien, Griechenland und dann kommt am Rande Rom. Das müssen wir ganz deutlich festhalten. Bitte um Entschuldigung, wenn ich hier etwas engagiert spreche, aber ich finde das bedauerlich, dass immer so einseitig die Prophetie verkündigt wird. Wenn immer nur gesagt, das römische Weltreich, als ob Rom und als ob London und Paris und Luxemburg, als ob das der halbe Himmel schon oder die halbe Hölle auf Erde wäre. Nein, das ist es nicht. Im Zentrum wird Babel, Medo-Persien, Griechenland und dann auch Rom stehen. Und sehen Sie, das vollzieht sich heute vor unseren Augen. Natürlich fängt es auch im Westen an, weil das Römische Reich als letztes unterging. Er steht es als erstes in der sogenannten EWG, in der NATO, in den Vereinigten Staaten von Europa und in diesen Dingen. Das ist eindeutig. Aber wie abhängig ist Westeuropa? Sind die Industrienationen von Babel und Medo-Persien und Griechenland geworden? Ich rede jetzt nicht von dem Mutterland Griechenland, sondern das griechische Reich hat ja 4 Köpfe. Nach dem Tode von Alexander dem Großen stritten sich seine 4 besten Freunde und Offiziere um die Herrschaft. Der eine übernahm Ägypten, der andere übernahm Syrien, der andere übernahm Thrazien, ein Teil also von Kleinasien, und der andere übernahm Griechenland. Und sehen Sie, Ägypten ist ein Teil von den 4 Köpfen. Die Ptolemäer haben 300 Jahre dort regiert. Die letzte Königin von Ägypten, die letzte Nachkommin des Alexanderfreundes Ptolemäus, das ist Kleopatra gewesen, die 31 vor Christus gegen die Römer verloren hat. Das eine Haupt war Syrien. Was ist Syrien heute für eine Macht geworden? Oder wenn Sie nur an Nordafrika denken, Nordafrika ist ein Teil des Römischen Reiches. Was ist Algerien und Libyen besonders für eine Macht geworden? Denn der größte Waffenstützpunkt von Russland ist in Libyen und in Syrien. Da merken wir auf einmal, es verlagert sich dorthin zum Orient. Und Rom, natürlich, Rom existiert auch noch. Und Italien hat jetzt die 40. Regierung bekommen in den letzten 30 Jahren. Und England ist auch noch da. Und die gewaltige Bundesrepublik ist auch noch da. Und La Grande Nation, Frankreich ist auch noch da. Aber die machen doch keine Weltpolitik mehr. Amerika ist ja bis heute noch nicht in der Lage, seine Geiseln zu befreien. Man lacht ja darüber, dass eine Atommacht nicht in der Lage ist, 50 Leutchen rauszuholen. Aber es ist Persien. Hier sind die dämonischen Kräfte. Hier spricht Daniel in unsere Zeit hinein. Und je mehr wir abhängig werden vom persischen Öl, von dem Öl von unten, dann werden wir umso mehr eines Tages auch wieder Moslems werden. Es war kürzlich in der Zeitung zu lesen, kein warmes Wohnzimmer, würde mancher gerne ein Mohammedaner werden. Europäer. Es gibt in England 200 Moscheen.
werden in Europa immer wieder neue Moscheen gebaut. Man kämpft darum, dass die muslimischen Feiertage in Deutschland als gesetzliche Feiertage neben den christlichen anerkannt werden. Warten Sie nur ab, es geht noch weiter. Herr Gaddafi von Libyen hat gesagt, wo wir bei Tours und Poitiers in Südfrankreich im Jahre 732 verloren haben, als die Mauren gegen die Europäer kämpften, Roland der Schildträger war dabei und viele andere. Dort werden wir weitermachen. Und was Herr Gaddafi gesagt hat und was Herr Khomeini und all die Herren in ihrem religiösen Wahnsinn gesagt haben, das werden sie auch tun. Und ihr Lieben, das sind nun die Fakten. Ich muss abschließen. Die Vorschattung vom Alten Testament in unsere heutige Zeit hinein ist eindeutig. Ich kann jetzt nicht auf die Thoma 3,5 Jahre zu sprechen kommen. Ist auch eine sehr wichtige Vorschattung. Ich muss mich jetzt dem Thema zuwenden, was ja nun noch zum Abschluss steht, ohne dass wir überfordert werden, nehme ich an, dass wir noch etwas zuhören können. Der Kampf mit Israel. Wir haben ja einige schon bei David und Goliath gehört. Auch hier zwischen Babel und wo Jeremia weissagt. Und Israel, immer wieder dieser Kampf mit den Völkern. Aber ich möchte Sie mal auf etwas hinweisen, wo es beim antichristlichen Kampf gegen Israel, ich werde auch noch auf die Gemeinde zu sprechen kommen, ja? Aber zuerst auf Israel. Dass es hier in erster Linie gar nicht so sehr um einen äußeren Kampf geht, um den geht es auch, sondern es geht um einen inneren Kampf. Schlagen Sie doch mal mit mir Matthäus 24 auf, das ist mir ganz neu wichtig geworden. Und da heißt es in Matthäus 24, Vers 4, Jesus aber sprach, antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Was ist unter den Völkern das erste charakteristische Zeichen, das endet? Verführung. Vers 11. Verführung. Vers 24, 25, 26. Verführung. Dreimal sagt es der. Nachdem er zuerst von der inneren Verführung gesprochen hat, von dem inneren Krieg, spricht als zweites von dem äußeren Kriege, Kriegsgeschrei. Und nun schauen Sie sich mal die Vorschattung dieses antichristlichen Wesens im Alten Bund an. Gehen wir doch mal hier in die Zeit, wo Hesekiel, Daniel und Jeremia weissagen. Ja? Und dann haben wir genau das, was der Heiland in Matthäus 24 ab Vers 3, man möchte fast sagen, aus dem Alten Testament schöpft, um es den Jüngern neu sagen. Dann haben wir genau das Gleiche, wenn wir Jeremia 23 aufschlagen. Jeremia Kapitel 23 ist ab Vers 9 das gewaltige Kapitel gegen die falschen Propheten. Bitte, Matthäus 24, 3, die falschen Propheten. Und in Israel und Jerusalem von den babylonischen Truppen äußerlich zerstört werden, sind sie zuvor innerlich zerstört und zu Boden geschlagen von den falschen Propheten. Und genau das haben wir heute. Die Gemeinde Jesu und das Christentum wird innerlich ausgehöhlt und kaputt gemacht. Und dann erst wird der Antichrist mit seinen äußeren Heeren kommen. Wenn Sie Jeremia 23, Vers 9 lesen, ich kann natürlich nicht alles lesen, lesen Sie in Vers 11 die abgrundtiefe Schuld der Propheten und der Priester, Luther übersetzt, die Schelke sind, die die Bosheit im Hause des Herrn dulden. Vers 12, ihr Weg ist ein glatter Weg der Finsternis. Vers 13, hören Sie mal, was hier geschrieben steht. Zwar bei den Propheten zu Samaria sah ich Torheit. Das war ja im Nordreich, das war ja schon 150 Jahre untergegangen durch die Assyrer, wo Jeremia weissagt, 600 vor Christus. Jetzt heißt es aber in Vers 13, dass sie, die Propheten in Jerusalem, weissagen durch Baal und verführen mein Volk Israel. Und hinter Baal stehen die Dämonen. In Jeremia 23 haben wir dämonische Weissagung. Und diese innere dämonische Weissagung führt natürlich zum sittlichen Verfall. Vers 14, Gräuel, Ehebrechen, Lügen stärken den Boshaften, dass ich ja niemand bekehre. Sie sind geworden wie Sodom und Gomorra. Ist das nicht unsere Zeit? Keine Ehrfurcht mehr vor den Mitmenschen. Man kann das Kind im Mutterleibe töten. Legal. Warum? Ja, weil man keine Ehrfurcht mehr vor Gott hat. Der Religionsunterricht wird abgeschafft. Alles Religiöse soll aus der Öffentlichkeit verschwinden. Die Kruzifixe
Die erinnern ja nur noch an den Gekreuzigten, müssen aus Gerichtssälen und Krankenhäusern herausgenommen werden. Wir merken, wie unser Volk systematisch, innerlich durch gottlose Lehren und Ideologien ausgehöhlt wird. Und dann kommt es eben, Gräuel, Ehebrechen, Lügen, dass ich ja niemand bekehre. Vers 15, Heuchelei. Vers 16, ach gucken Sie doch, das ist doch unsere Zeit heute. Vers 16, gehorchet nicht den Worten der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, denn sie predigen ihres Herzens Gesicht und nicht aus dem Munde des Herrn. Mir hat geträumt, ich habe eine Vision gehabt und mir ist das klar geworden. Mir ist der Herr erschienen, ich habe Engelvisionen gehabt. Das steht in Jeremia 23 und das nimmt heute bis in den Raum der Gemeinde Jesu überhand. Vers 17, sie lästern Gott. Sie sagen, es kommt kein Unglück über euch. Ja, das ist doch unsere heutige Zeit. Die falschen Propheten verkündigen uns doch eine Welterweckung, eine Weltausgießung des Heiligen Geistes. Sie kommt aber nicht, sondern eine Weltdämonisierung kommt. Also das mit den Jesus People 1968, 1970 begann. Da schrie die ganze Schwärmerei auf der Welt, jetzt ist Joel 4 erfüllt, jetzt kommt die große Welterweckung. Was ist heute von den Jesus People noch da? 0, so und so viel Prozent. Alles andere ist, hat sich als Stroh und als Heu erwiesen. Es heißt in Vers 17, dass ein furchtbares Unwetter den Gottlosen an den Kopf fallen wird. Vers 21, ich sandte die Propheten nicht, doch liefen sie. Ich redete nicht mit ihnen, doch weissagten sie. Ich kann nicht alles hier lesen. Vers 25, ich höre es wohl, was die Propheten predigen, falsch weissagen in meinem Namen und sagen, mir hat geträumt. So ist das Volk Israel innerlich kaputt gemacht worden. Und dann kam erst der Herr Nebukadnezar mit seinem Schwert und Jerusalem wurde äußerlich zerstört. Dann lesen wir Vers 26, falsches Weissagen, ihres Herzenstrügerei. Vers 27, dass mein Volk meines Namens vergesse über ihren Träumen. Sie vergessen meines Namens über den Baal. Das ist der falsche Geist, der von Gott wegführt zu den Dämonen hin. Vers 28, wenn ein Prophet Träume hat, der soll Träume erzählen. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht, wie reimen sie Stroh und Weizen zusammen. Träume, Visionen sind Stroh, wird verbrennen, wenn er seine Tenne fegen wird, sagt Johannes der Täufer in Matthäus 3. Aber der Weizen des Wortes Gottes, das ist das wahre, klare Evangelium. Vers 32, will an die, die falsche Träume haben. Vers 36, sie haben sich nicht zu dem lebendigen Gott bekehrt. Merken Sie etwas? Und wenn das ist, jetzt geht Israel unter. Jetzt wollen wir mal sehen, Verzeihung, jetzt geht das Südreich Juda unter, also der südliche Teil von Israel. Jetzt gehen Sie mal bitte in das erste Buch der Könige zurück, ins 22. Kapitel und sehen, wie das Nordreich Israel untergeht. Zur Zeit des Königs Ahab, wo Elia weissah. Und wo Elia nicht in der Lage ist, das ganze Volk zu Gott zurückzubekehren, sondern wo Elia im Neuen, auf dem Karmel, wo Elia versucht, Israel zu Gott zurückzubekehren, wo er die Antwort bekommt, nur 7000 werden selig, ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Das ist zur Zeit Elias und Ahabs. Nun wollen wir mal hören, was zur Zeit Ahabs ist. 1. Könige 22 wird uns in den ersten 14 Versen beschrieben, dass der israelische König im Norden, Ahab, mit dem jüdischen König Josaphat hinaufziehen will nach Ramoth in Gilead. Vers 1 bis 4 lesen wir das. Vers 5 fragt der fromme König Josaphat von Juda, von Jerusalem, nach dem Wort des Herrn. Jetzt versammelt in Vers 6 der König Israels, also der gottlose Ahab, 400 Propheten. Die sagen alle, jawohl, zieh hinauf und es wird dir gut gehen. Vers 7. Traut nun der Josaphat nicht und sagt, ist hier kein Prophet des Herrn mehr. Er durchschaut, dass diese 400 Propheten gut bezahlt werden und dem König nach dem Munde reden. Nun sagt er von Vers 8 an, es ist noch Micha hier. Und nun wird dieser Prophet geholt und nun wird ihm gesagt, er möchte doch gut für den König weissagen. Und er sagt in Vers 14, so wahr der Herr lebt, ich will reden, was er mir sagen wird. Was sagt nun der Herr? Vers 19. Darum höre nun das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron und alles himmlische Heer neben ihm stehen zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab überreden, dass er hinaufziehe und falle zu Ramoth in Gilead? Einer sagte dies, der andere das.
Jetzt übersetzt Luther, da ging ein Geist heraus. Es heißt wörtlich, da ging der Geist heraus, der Teufel. Der Geist, der Teufel. Trat vor den Herrn und sprach, ich will ihn überreden. Der Herr sprach zu ihm, womit? Er sprach, ich will ausgehen und will ein falscher Geist sein. In aller seiner Propheten Mund. Haben Sie es gehört? Die Falschprophetie in 400 Hofpropheten bringt hier in unserem Textwort zwar den Tod des Ahab, er kommt ja um, wo ihm ein Geschoss hier zwischen Panzer und Wehrgehänge in den Leib geht und nachher fließt sein Blut in den Wagen und die Hunde lecken sein Blut, wie sie einst das Blut von dem Naboth geleckt haben. Das ist ja das Gericht. Aber hier fängt der Untergang des Nordreiches Israel an, dass die Falschprophetie, die falsche Weissagung in den Hofpropheten ist 400 an der Zahl und der Micha kann nichts ausrichten. Der wird sogar noch von Zedekia ins Gesicht geschlagen, dem Anführer dieser Prophetenrotte in Vers 24. Und er wird ins Gefängnis geworfen, Vers 27 und Vers 28. Ahab kommt hier um, das wissen wir. Aber hier sehen wir die Falschprophetie, die zum Untergang von Israel führt. Und das ist das Klagelied des Hosea. Dass Israel diesen Götzen und Dämonen nachruht und wenn sie in Hesekiel lesen, lesen Sie es ja auch, was dort für eine Abgötterei war. Wir haben also Parallelität. 722 gehen die nördlichen Stämme unter, 600 vor Christus das Südreich. Bevor die äußeren Truppen kommen, um die Mauern zerstören, die Frauen und Kinder und Männer umbringen, kommt erst die Falschprophetie. Die Falschprophetie ist 1. Könige 22, der Anfang beim Untergang Nordisraels, und Jeremia 23, der Anfang beim Untergang des Südreiches Juda. Wir haben auch im Hesekiel ähnliche Stellen im Hosea. Ich möchte aus Zeitmangel nicht darauf zu sprechen kommen. Nun, ihr Lieben, jetzt verstehen wir, für manche ist ja das ein schweres Kapitel. Das 1. Könige 22 geschrieben steht, dass der Herr dem Satan erlaubt, ein falscher Prophet zu sein, in dem Munde der 400 Hofpropheten des Ahab. Das ist für manche sehr schwer. Wenn wir den 2. Thessalonicher Brief aufschlagen, lesen wir in 2. Thessalonicher 2 in Vers 10, 11 und 12. Vers 11. 2. Thessalonicher 2, 11. Darum wird Gott ihnen kräftige Irrtümer senden. Gott erlaubt dem Satan ein falscher Geist zu sein in den 400 Hofpropheten. Und Gott sendet in der Endzeit, in der antichristlichen Zeit, kräftige Irrtümer. Warum? Weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben, weil sie der Lüge glauben, weil sie Lust haben an der Ungerechtigkeit. Was ist Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit. Wer Jesus nicht will als Ungläubiger, bekommt die kräftigen Irrtümer des Antichristen. Und wer mehr will als Gläubiger, als den Herrn Jesus, bekommt einen fremden dämonischen Geist, kräftige Irrtümer. Und heute haben wir ja die großen Proklamationen. Ja, du bist zwar bekehrt, was sie zu dem Gekreuzigten bekehrt, aber dir fehlt noch. Du musst noch Zungen reden, du musst noch Weissagen, du musst noch Visionen, du musst noch all diese Dinge mit Geistestaufe und so haben. Mehr als Jesus ist ein Verlassen der Wahrheit. Und Gott sendet uns kräftige Irrtümer. Die kräftigen Irrtümer werden genau beschrieben. In Vers 8 wird der Boshafte, der Frevler, heißt es wörtlich, offenbar, den der Herr umbringen wird mit dem Hauch seines Mundes. Vers 9, die Zukunft dieses Boshaften, dieses Antichristen, geschieht nach der Wirkung der Satans. Mit was? Mit lügenhaften Kräften, Zeichen, Wunder. Und das ist doch heute. Wie wundersüchtig ist die Gemeinde. Statt schlicht und einfach bei dem Gekreuzigten zu bleiben, rast man und läuft man hinter jedem Erweckungsbericht her. Dort sind Tote auferstanden, dort hat sich das getan, dort ist das passiert, das ist das passiert. Große Zeichen und Wunder. Ein Irrtum und noch einmal ein Irrtum. Gott sendet ihnen kräftige Irrtümer. Wer mehr will als die Wahrheit, die Gott uns in seinem geliebten Sohne Jesus Christus geschenkt hat. Genau 1. Könige 22 mit 2. Thessalonicher 2, die übereinstimmen. Nun sehen Sie, wir können jetzt dieses Thema, was die innere Verführung anbetrifft, noch weiterführen. Die Zeit will es nicht erlauben. Wir werden gewiss später noch einmal Gelegenheit haben, über diese Dinge nachzudenken. Ich darf Sie allerdings in dem Zusammenhang auf eine Schriftstelle hinweisen,
wo wir in Hebräer Kapitel 2 die gleiche Ausdrucksweise haben von 2. Thessalonicher 2, Vers 9, Kräfte, Zeichen, Wunder. Der Satan hat Kräfte, tut Zeichen, tut Wunder. In Hebräer 2 hören wir, dass wir desto mehr das Wort des wahrnehmen sollen, dass wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeifahren, Luther übersetzt dahinfahren, denn so das Wort fest geworden ist, das durch die Engel geredet ist und eine jegliche Übertretung und jeder Ungehorsam seinen rechten Lohn empfangen hat, wie wollen wir entfliehen, so wir eine solche Seligkeit nicht achten, welche, nachdem sie zuvor gepredigt ist durch den Herrn, auf uns gekommen ist durch die, hören Sie, die es gehört haben, die Apostel. Was haben die Apostel? Gott hat ihr Zeugnis gegeben, bestätigt mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kräften. Nur die Apostel hatten von Gott die Gabe, dass ihr Zeugnis, weil das Neue Testament noch nicht geschrieben war, dass sie Zeichen, Wunder und mancherlei Kräfte hatten. Das äfft der Satan in der Endzeit nach und sagt, wir müssen genau das wieder haben, was die Apostel hatten. Irrtum. Gewaltiger Irrtum. Wir haben heute das Neue Testament. Gott hat am letzten geredet durch seinen Sohn, sagt Hebräer 1. Wer über das Neue Testament hinausgeht, verfällt einem Irrtum. Wenn Sie den 2. Korintherbrief aufschlagen, lesen Sie, dass der Apostel Paulus im 12. Kapitel genau davon spricht und sagt in Vers 12, 2. Korinther 12, Vers 12, denn es sind ja eines Apostels Zeichen unter euch geschehen, mit aller Geduld, mit allen Zeichen, Wundern und Taten. Die gleiche Ausdrucksweise. Die Apostel hatten, um das Wort zu bestätigen, weil das Neue Testament nicht geschrieben war, für die Übergangszeit von Israel zur Gemeinde in den ersten 100 Jahren, sie hatten Zeichen, Wunder und Kräfte. Und dann hörten die Zeichen und Wunder und Kräfte auf, diese besonderen. Das Reich Gottes besteht heute immer noch in Kraft. Und es ist das größte Wunder, wenn ein Sünder zum Glauben kommt. Das ist gewiss wahr. Aber nicht diese spezifischen Zeichen der Apostel. Die haben aufgehört. Der Satan wird sie aber zum Schluss nachäffen. Gott wird es zulassen, damit all die gerichtet werden, die mehr wollen als Jesus. Die höher wollen als Jesus. Die tiefer wollen, als was Jesus Christus ihnen bieten kann. Nun sehen Sie, das ist nach meiner Ansicht der Hauptkampf, den der Satan im Alten Bund gegen Israel führt und den der Satan im Neuen Bund oder in der jetzigen antichristlichen Zeit genau noch so gegen Israel führt. Das ist das Erste, was der Heiland in Matthäus 24 sagt, dass die falschen Propheten, dass die Verführung kommt. Dann erst spricht er von Kriege und Kriegsgeschrei. Und dann lesen wir in Matthäus 24, 15, der Groll der Verwüstung, dass sich der Antichrist in den Tempel setzt, ist immer noch innere Verwüstung. Er lässt sich als Gott anbeten, obwohl er der Satan ist. Und dann kommt eben dieser spezielle äußere Kampf des Antichristen gegen Israel, dass Israel um 2/3 seiner Bewohner dezimiert wird, dass hier der Heiland in Matthäus 24, 16 sagt, fliehe auf die Berge, wer im jüdischen Lande ist, wer auf dem Dach ist, steige nicht hernieder, Dach, flache Dächer gibt es nur in Israel im Orient, bitte, dass eure Flucht nicht am Sabbat geschehe, der Sabbat wird nur rigoros in Israel gehalten, das erleben wir immer wieder, wenn wir dort sind. Dass wir also jetzt in Matthäus 24, nachdem der innere Kampf des Satans gegen Israel, natürlich gegen die ganze Welt und auch gegen die Gemeinde, dass die hier zum Erfolg geführt hat, dann kommt die äußere Trübsal, Vers 21, dass kein Mensch selig würde, wenn diese Tage nicht verkürzt würden. Und das ist mit wenigen Worten gesagt der Kampf des Satans gegen das Volk Israel. Erst innere Verführung und dann äußere Vernichtung. Wenn Sie sich notieren wollen, Sacharja 13, Vers 8 und 9, 2/3 wird ausgerottet. Sacharja 13, 8 und 9. Und damit bin ich am Schluss. Wenn wir jetzt die Frage stellen, Sie merken, dass die Zeit immer zu kurz ist, unsere Kraft zu schwach, um das alles aufzunehmen und darzulegen, da bleibt uns jetzt doch noch die Frage, ich habe ja doch betont gesagt, der Kampf gegen Israel. Und Sie haben gemerkt, dass ich mehr das Gewicht auf das Innere gelegt habe. Und dann auf das Äußere, weil ich auch gerade an diesem Ort schon viel über den Kampf des Antichristen gegen Israel gesprochen habe. Müsste ich jetzt doch noch den Vergleich zur Gemeinde ziehen.
Und das soll mein allerletztes sein. Wenn Sie Matthäus 24 aufmerksam durchlesen, kann hier nicht die Gemeinde gemeint sein. Der Tempel in Jerusalem, heilige Stätte, die flachen Dächer im jüdischen Lande und dass eure Flucht nicht am Sabbat geschehen. Das ist eindeutig Israel. Der Antichrist kämpft hier gegen Israel, wie er damals zur Zeit Daniel 600 vor Christus gegen Israel war. Eindeutig. Jetzt geht es um die große Trübsal. Eindeutig, dass hier mit der großen Trübsal der Leidensweg Israels gemeint ist, denn Daniel 12,1 spricht von deinem Volk, von dem Volke Daniels, dem Volke der Juden bei der großen Trübsal. Und wir haben die Drangsal in Jakob in Jeremia 30, Vers 6 und 7, eindeutig. Auch sagen die 10 Brüder vor Josef, darum kommt diese Trübsal über uns. In 1. Mose 42, Vers 21. Über die Trübsal habe ich an einer anderen Stelle gesprochen. Aber die Frage kommt ja nicht zur Ruhe. Wird die Gemeinde Jesu in die große Trübsal kommen? Wird die Gemeinde Jesu vor der großen Trübsal entrückt? In der großen Trübsal entrückt? Nach der großen Trübsal entrückt? Es gibt eine ganz interessante Auffassung, dass Brüder in unserem pietistischen Raum sagen, die Gemeinde Jesu muss bis zum TZ durch die große Trübsal, sie wird am Zufluchtsort verborgen werden, Daniel 12 wird so ausgelegt, und Flugzeuge stehen bereit, die Gläubigen an den Zufluchtsort. Und die Gläubigen, die dann zu diesen Freizeiten hinfahren, fahren schon mit ihrem Köfferchen in der Hand hin, denn die Flugzeuge könnten bereitstehen, entschuldigen Sie, das ist wahr, was ich sage, es ist bitter wahr, um sie an den Zufluchtsort zu führen. Ich meine, hier wird Offenbarung 12 ganz falsch ausgelegt. Das Weib mit der Sonne bekleidet, der Mond unter den Füßen und mit den 12 Sternen, ist doch eindeutig Israel. Denn das erste Mal, wo Sonne, Mond und Sterne genannt werden, wird in Bezug zu Israel genannt, in 1. Mose 37, wo Josef ein Vorbild auf den Herrn Jesus sah. Sonne, Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Ist doch eindeutig. Nun weiter. Es bleibt aber immer noch die Frage offen. Was wird mit der Gemeinde Jesu, mit dem Trübsalsweg? Ich habe eine ganz einfache Antwort. Ich könnte jetzt noch eine ganze Stunde darüber sprechen. Ich habe hier mal über den Antichristen gesprochen, im Verhältnis zu Gog und Magog, zur Gemeinde und zu Israel. Das hätte können Sie gern mitnehmen. Ich darf nur eine ganz einfache Schlussfolgerung ziehen von einem Wort, das wir jedes Mal in der Synagoge in Nazareth aufschlagen. Dort steht eine Synagoge aus dem 4. Jahrhundert, an dem Platz, wo auch die Synagoge war, wo der Heiland Lukas 4 gepredigt hat. Ich habe darüber mal gesprochen. Das hängt ja mit dem Absturzberg zusammen. Sie wollten in die Stadt hinabstürzen, worauf Nazareth gebaut war. Ich habe 10 Predigten über die Berge der Bibel gehalten, auch über den Absturzberg. Und da lesen wir in Lukas 4, dass der Heiland das Buch des Propheten Jesaja auftut, aus Jesaja 61, dass er die wunderbaren Verheißungsworte liest, zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und dass er das Buch zutut. Mitten im Text von Jesaja 61, Vers 1 und 2 bricht er ab. Und der Jesaja-Text geht weiter und sagt, dass die Rache kommen wird über alle Gottlosen. Aber seltsamerweise spricht hier der Heiland nur von dem Jubeljahr, von dem angenehmen Jahr des Herrn, tut das Buch zu. Das heißt, der Heiland verkündigt das Gnadenjahr, heute ist der Tag des Heils, heute ist der Tag der Gnade. Er verkündigt nur von uns aus gesehen die 2000 Jahre der Gnadenzeit, die kommen. Keine Gerichteszeit. Er tut das Buch zu, Lukas 4, Vers 20, mitten im Jesaja-Text, bevor der Tag der Rache kommt, tut er das Buch zu. Und nun, Offenbarung Kapitel 6, tut er das Buch auf. Lesen Sie. Offenbarung Kapitel 6, Vers 1, und ich sah, dass das Lamm der Siegel eines auftat. Und ich hörte der vier Lebewesen eines sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Jetzt beginnt die Gerichtszeit. Die Gnadenzeit ist abgeschlossen. Und dort in Nazareth in der Synagoge tut der Heiland das Buch zu, weil er nur von der Gnade spricht und nicht vom Gericht. Und hier in Offenbarung 5 ist er allein würdig, das Buch aufzutun, weil er damals in der Synagoge von Nazareth das Buch zugetan hat. Und jetzt Offenbarung Kapitel 1, 2 und 3, Christus, der erhöhte Herr mit seiner Gemeinde, Offenbarung 4 und 5, der Thron Gottes, und nun werden die Gerichtsbücher aufgetan. Offenbarung 5,
Das Buch wird von dem Lamm aufgeteilt, ist allein würdig. Offenbarung 6 beginnt erst die Siegelgerichte, dann die Posaunengerichte und dann Offenbarung 16 die Schalengerichte. Und wenn diese Gerichte über die Welt kommen, wo der Herr selbst die Welt richtet, dann ist die Gemeinde nicht mehr auf der Erde. Dann ist nach meiner Ansicht die Gemeinde nicht mehr auf der Erde, weil Christus uns erlöst hat von dem zukünftigen Zorn. Und wenn Gott das Gerichtsbuch aufruft, ist die Gnadenzeit abgeschlossen, kommt die Gerichtszeit. Und wenn der Jesus selbst das Gerichtsbuch aufruft, dann sind das nicht Gerichte, wie wir bis jetzt erlebt haben, mitten in der Gnadenzeit, Kriege, Unwetterkatastrophen, Überschwemmungen und so weiter. Nein, Gottes Gerichte sind andere Gerichte. Wenn die Zeit nicht verkürzt wurde, würde kein Mensch zählen. Und deswegen glaube ich persönlich nach unserem Thema, und damit schließe ich, dass der Kampf des Antichristen gegen Israel geht, das aber, weil die Gemeinde ein geistlicher Organismus ist. Der Satan versucht in dieser letzten Zeit, wo die Gemeinde kurz vor der Entrückung steht, den Letzten auch noch zu verwirren und zu verführen, und wenn er ihn nicht restlos ins Verderben reißen kann, ihn wenigstens um den Siegeskranz zu bringen. Es ist ein englischer Weltumsegler, Sir Francis Drake, im Mittelalter gewesen, der ist nach Jahren der Weltumsegelung zurückgekommen, fährt die Themse nach London rauf, ein furchtbares Unwetter kommt. Und da ruft er seine Matrosen zu, das darf nicht wahr sein, dass wir die ganze Welt umsegelt haben und sollen nun kurz vor der Heimat untergehen. Und wenn Sie heute den Kampf sehen, der inneren Verführung, natürlich gibt es auch Verfolgung, wenn wir an gewisse Länder der Welt denken, wo äußerlich Gläubige umgebracht werden, aber die innere Verführung, die in Westeuropa überhand nimmt, dann merken wir sind kurz vom Ziel als Gemeinde. Der entrückt uns bald. Und nun will er uns kurz vom Ziel das Ziel verrücken, uns verwirren und will uns in eine andere Geistesrichtung hineinbringen. Und Apostel Paulus sagt ganz deutlich, dass wir einen anderen Geist empfangen können als Gläubige. Das steht in 2. Korinther 11, Vers 4. Wenn ihr einen anderen Geist empfinget, das werden wir übermorgen noch ausführlich hören, einen anderen Jesus euch verkündigt würde, ihr würdet es billig ertragen und glauben, wenn euch ein anderes Evangelium gesagt wird. Und damit will ich unser Textwort abschließen. Wir wissen die Verheißung, dass die Pforten des Totenreiches, des Hades, die Gemeinde nicht überwältigen können. Wir wissen aber, dass der Satan nicht nur als brüllender Löwe, sondern als Engel des Lichtes umhergeht, um uns zu verführen. Möge uns der Herr bewahren, dass wir uns nicht verführen lassen, sondern ganz schlicht und einfach bei Jesus, dem Gekreuzigten, bleiben. Dann kommen wir zum Ziel.